ESTV, Videos aus der Region. Es war voll im Burgforum Köngen bei der Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl. 5 der 8 Kandidaten waren dabei gekommen, um sich den gut 400 Besucherinnen und Besuchern vorzustellen und deren Fragen zu beantworten. So begann der selbstständige Versicherungskaufmann Michael Reichenecker mit seiner Vorstellung und erklärte, warum er für das Amt kandidiert. Nach mehreren Wochen und vielen Gesprächen habe ich mich dazu entschieden, auf diese Reise zu gehen. Vor allem steht die Familie dahinter, das war das Hauptkriterium. Ich betreue seit Jahren Firmen in Köngen, private Haushalte, Freunde wohnen in Köngen und meine Tochter geht hier zur Schule. Eine Verbindung war und ist immer gegeben. Köngen hat alles, was man zu leben braucht. Die Infrastruktur für die Bürger, wenn ich richtig gezählt habe, 32 Vereine, das ist Wahnsinn. Der Anteil an Gewerbetreibenden ist sehr hoch. Kindergärten, Märkte, betreutes Wohnen, Kultur, die Landwirtschaft mit all ihren Facetten. Es ist alles gegeben und Köngen steht besser da als andere Gemeinden mit gleicher Größe. Dieses muss erhalten bleiben. Dafür verlangt es einen gesunden Haushalt, der präzise geplant werden muss. Wer auf der Homepage von Köngen den Abschluss von 23 angesehen hat, wird feststellen, dass auch mal rote Zahlen geschrieben wurden. Ich möchte mich jetzt nicht wahlschädigend angreifbar machen, aber die Realität zeigt keine Ansätze für Versprechen, die ich nicht halten kann. Als Zweiter trat Tim Stober auf die Bühne, der zurzeit noch eine Ausbildung zum Erzieher absolviert. Während des Wahlkampfs wurde ich in der Fußgängerzone oft gefragt, was meine Projekte wären. Diese Frage hat mich immer ein bisschen gewundert, was ist mein Projekt? Das ist ja nicht mein Flecken. Was soll das bedeuten? Wenn ich Bürgermeister bin, muss ich doch spüren, was das Anliegen der Bürgerinnen ist. Was wünschen die sich? Was haben die für eine Vision für einen Ort? Und ich denke, wenn dann die Sanierung der Burgschule beginnt und auch in der Steinbruchstraße ist noch ein großes Loch, ich denke, wir haben ja schon auch Aufgaben genug, die vielleicht auch Mittel über längere Zeit erstmal binden. Und da muss man ja auch nur nach Blochingen gucken, die waren auch erstaunt, wie viel so eine Sanierung von einer Schule kosten kann. Und da steht die Gemeinde eben vor einer großen Aufgabe, die man erstmal packen muss. Die Kandidatinnen und Kandidaten durften in der Reihenfolge nach Eingang der Bewerbung auf die Bühne. Und so war Cipran Hoffmann als Nächster an der Reihe. Hoffmann lebt seit 24 Jahren in Köngen und fühlt sich dem Ort verbunden. Unsere Familie wurde größer, wie ich es eben schon erwähnt habe. Und dann kam natürlich auch der Wunsch, dass wir auch unser Grundstück vergrößern wollen, dass wir selber bauen wollen. Da haben wir mehr als 4 Jahre nach einem Baugrundstück gesucht. Es gab sehr viele attraktive Angebote in Wernau, Unterenzingen, auch Wendlingen, aber alles davon war nicht Köngen. Deshalb hat die Suche so lange gedauert, der Tisch ist ein bisschen wackelig, und letzten Jahres im Winter kam es dazu, dass wir ein Grundstück gefunden haben und hier bauen wir auch. Denn unsere Absicht ist es auch, unsere Kinder hier aufzuziehen, dass sie genauso eine tolle Kindheit haben werden wie wir. Und diese tiefe Verbundenheit, die wir mit Köngen haben, hat mich einfach dazu animiert, mich für das Bürgermeisteramt zu bewerben. Allein die Vorstellung, dass ich in der Gemeinde, in der ich selber aufgewachsen bin und auch meine Kinder aufwachsen werden, dass ich da Entscheidungen für meine und für die zukünftige Generation mitbestimmen kann. Das ist einfach nur fantastisch. Und glauben Sie mir, es war keine sachliche Geschichte, die ich in meinem Kopf hatte, als ich es abgewogen habe, denn den Job beim Daimler habe ich mir hart erarbeitet. Es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Die einzige Kandidatin für das Bürgermeisteramt ist Anja Göttger. Auch sie nutzte die Gelegenheit, sich den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen. Ich möchte für meine Mitbürgerinnen und Mitbürger da sein. Mit ihnen gemeinsam etwas bewegen, gemeinsam wachsen, gemeinsam stark sein. Der ehemalige Bürgermeister Herr Ropana hat mit ihnen schon Großes bewirkt und einen Teil ihrer Anliegen in die Tat umgesetzt. Diese gilt es nun zu bewahren und weiter zu wachsen. Köngen braucht nicht nur Theoretiker, welche ihre Wünsche und Bedürfnisse in Worte fassen, sondern auch Praktiker, die mit anpacken und in Taten umsetzen können. Gleichzeitig braucht es aber auch einen Kopf, welcher nicht gnadenlos das Geld zum Fenster rauswirft. Diese Kombination aus Theorie, Praxis und Verhandlungsgeschick macht eine gute Kauffrau aus,
was dem Verwaltungsapparat und Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürgern, zugutekommt. Als letzter durfte der Köngener Gemeindepfarrer Ronald Scholz seine Beweggründe zur Bewerbung als Bürgermeister für Köngen darstellen. Als geschäftsführender Pfarrer prägten aber nicht nur die persönlichen Begegnungen meinen Arbeitsalltag, es waren insbesondere auch große Bau- und Sanierungsarbeiten, die Kirchensanierung, die Dachsanierung des historischen Pfarrhauses oder die laufenden Sanierungsarbeiten im Gustav-Werner-Gemeindehaus. Zudem die Verwaltung kirchlicher Kindergärten und Personalverantwortung, Arbeitsschutz, Digitalisierung, Bauausschreibungen und Auftragsvergaben, Nachhaltigkeit in den Bereichen Einkauf und Verbrauch sowie Vertragsverhandlungen mit der Kommune und Verwaltungsreformen haben in den letzten Jahren meinen Arbeitsalltag wesentlich mitbestimmt. All das sind Aufgaben und Herausforderungen, die auch die Verwaltung einer bürgerlichen Gemeinde befassen und die ich nicht zuletzt auch mit der bürgerlichen Gemeinde verhandelt habe. Ungeachtet aller verwaltungsrechtlichen Fragestellungen habe ich jedoch immer die Begegnung mit den Menschen gesucht und meine Freude an der Gemeinschaft und am persönlichen Austausch, das glaube ich, hat man mir stets abgeschmeckt. Wo, wenn nicht hier, könnte es eine schönere Aufgabe sein, unsere Zukunft an entscheidender Stelle zu gestalten und voranzutreiben. Darum möchte ich meine Fähigkeiten und Kompetenzen als Jurist und Gemeindegeschäftsführer gerne in den Dienst unserer Kommune einbringen. Dies waren natürlich nur kurze Ausschnitte aus der Kandidatenvorstellung der Gemeinde Köngen. Die Wahl des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin findet dann am 21. April statt. Sollte keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen, ist dann am 5. Mai die Stichwahl angesetzt.